Merry Christmas! Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Weihnachtsfest, falls ihr Weihnachten feiert. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit habt. Ich habe heute sehr, sehr spannende Produkte für euch. Auch an Weihnachten gibt es ein Video von mir. Ich will das super entspannt machen. Kein Stress, wir haben ganz viel Zeit und ich hoffe, dass ich euch damit, falls ihr vielleicht alleine seid, ein bisschen ablenken kann. Es geht heute um Produkte, die total gehypt waren jetzt im Dezember. Und ich dachte mir so, können die Produkte dem Hype gerecht werden? Und das finden wir heute heraus. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, ihr habt Lust daran. Die Produkte, die ich bekommen habe, sind von Purish zur Verfügung gestellt. Ich habe auch einen Rabattcode bekommen, mit dem ihr Rabatt auf diese Produkte bekommt. Ich kriege kein Geld für dieses Video. Aber das sind wirklich Produkte, die ich bei vielen anderen schon gesehen habe. Bei Ellie, bei Kati, ach, überall. Ich habe schon so ein bisschen Foundation drauf, einfach damit ich nicht ganz so müde aussehe. Die Gans war gut. Offensichtlich. Freunde, okay. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts und bedeutet mir die Welt. Nächstes Jahr schaffen wir die 100.000, wenn wir gemeinsam dafür arbeiten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für eure Unterstützung beim Spendenvideo. Es sind $600 gewesen. Ich habe aus den Dollar einen Euro gemacht. Also ich habe mit euch gemeinsam 600 Euro an die Arche spenden können. Vielen Dank dafür. Schaut bei Instagram vorbei, da habe ich euch alles gezeigt. Wir fangen an. Ich mache erstmal ein bisschen Concealer, weil ich benutze hier meinen Revolution Concealer. Der ist jetzt tatsächlich fast leer. Kleine Langzeit-Review kann ich euch mitgeben. Fantastisch. Ich werde ihn wieder kaufen. Blende den Concealer einmal ein, denn das erste Produkt, was wir gleich benutzen werden, da bin ich richtig gespannt drauf. Ich wollte mir die Dinger selber kaufen, aber irgendwie habe ich es dann verpennt und dann gab es sie kurz nicht. Und jetzt habe ich sie aber von Purish bekommen. Es geht nämlich um die Blushes. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Diese Cream Blushes von Made by Mitchell. Made by Mitchell ist ja ein Make-up-Artist aus England. Und der hat seine eigene Marke rausgebracht. Ich muss sagen, ich mag dieses M. Also hätte er es nicht, hätte ich es wahrscheinlich auf meine eigene Marke gepackt. But I don't have time for copyright und Lizenzgebühren. So, not this one. Okay, ein bisschen Concealer ist drauf. Wir gehen gleich noch ein bisschen rüber. Es gibt unzählige 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Brushes. Ich blende euch hier einmal Swatches ein. Das sind schon echt krasse Farben. Teilweise sind die Farben für eher dunklere Haut gedacht. Finde ich sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen heller, deswegen glaube ich, bleibe ich heute ein bisschen schlichter. Was ihr mit denen machen könnt, ist, ihr könnt die auch so ein bisschen auf die Lippe geben und ihr könnt sie auch als Cream-Lidschatten benutzen. Das würde ich gerne machen, ich habe aber eine richtig krasse Lidschattenpalette, die ich heute mit euch benutzen möchte. Ihr könnt euch schon vorstellen, welche Farbe es ist. Okay, deswegen benutzen wir, die sehen alle so schön aus. Wir probieren erstmal diese hier. Das ist die Farbe Peach Sugar. Das Packaging gefällt mir ehrlich gesagt gut. Das ist Glas hier, so gefrostetes Glas. Hier steht Liquid Blusher drauf, made in China. Und das hat wie so ein Liquid Lipstick Füßchen. Ich gehe damit jetzt nicht direkt in mein Gesicht, sondern ich gehe jetzt hier erstmal auf meine Hand. Oh, okay, ich dachte, das ist flüssiger. Das ist immer die Farbe, sehr, sehr schön. Ich nehme jetzt einen Stippling Brush, wo so ein bisschen Foundation dran ist und lade das auf. Also sie sind sehr pigmentiert und das setze ich mir hier hin. Das ist so eine Cream-to-Powder-Formula, würde ich sagen. Also es wird so ein bisschen trockener, aber nicht so richtig pudrig. Oh, wow. Komm, wir sind mal mutig. Ich gehe jetzt mal hier in die Farbe. Das ist die Farbe Where's the SPF? Geil. Und das setze ich mir hier noch so ein bisschen hin. Oh, Girl, no. Ja, wo ist der SPF? So sehe ich aus, wenn ich keinen SPF getragen habe. Ich blende mir das jetzt aus und nehme jetzt meinen Schwamm und gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber und softe das Ganze aus. Ich habe ja auch noch keinen Concealer drauf gemacht. Doch, habe ich. Aber wir gehen gleich nochmal mit Concealer nach. Die Textur ist fantastisch. Also es lässt sich extrem gut aufbauen und sie sind super pigmentiert. Ich glaube, dass die Farbe Where's the SPF eher für dunkle Haut gedacht ist. Wenn ihr ein bisschen heller seid, war die Farbe Peaches oder Cherry Cola wäre auch gut. Das ist auch eine schöne Farbe.
Ich glaube, die sind auch nicht so teuer. Ich habe euch das ja hingeschrieben. Ich weiß es gerade nicht. Die kann man mal mitnehmen. Ich glaube, dass das halt ein sehr schönes Produkt so für den Sommer ist. Schaut mal, und so sieht das Ganze wieder so ein bisschen natürlicher aus. Ich kann hier unten nochmal so ein bisschen korrigieren. Sehr, 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 sehr schön. Okay, die mag ich gerne. Ich sette das Ganze. Womit denn überhaupt? Hier kommt Anastasia. Ich nehme meinen Beauty-Schwamm. Der ist ein bisschen nass. Gehe hier rein. Und dann presse ich mir das Puder einfach rein, bis es verschwunden ist. Das ist ein Hack, den mache ich im Moment total gerne. Ich gehe mit einem sauberen, komplett nassen Schwamm, also der ist halt nicht, der ist halt noch so ein bisschen feucht, gehe ich ins Puder rein und presse so lange auf die gleiche Stelle, niemals wischen, nur pressen, dass sich das Puder zwar mit meiner Foundation verbindet, aber dadurch, dass er noch so feucht ist, ich gleich wieder die Feuchtigkeit mit zurückgebe. Und ihr seht, es ist matt, aber es ist nicht trocken. Freunde! Oh nein, ich bin so doof. Ich habe noch einen Liquid Highlighter gehabt hier. Von Bali Body. Ich dachte, die machen eigentlich nur Selbstbräuner. Sehen so aus. Oh. Das ist einmal die Farbe Rose Gold. Moonlit. Die kann ich mir schön auf dem. Oh ja. Die kann ich mir schön hier vorstellen, wenn man so einen bisschen tieferen Ausschnitt hat. Auf die Gefahren, dass es gleich versaut ist. Ich nehme einen Pinsel, gehe hier rein, toppe das hier einfach nur so ein bisschen rüber. Ja, also das hätte ich vorher machen müssen, aber es geht noch. Also wenn man das schnell verarbeitet, das war mein Fehler jetzt, I'm sorry. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Weihnachtsfest war. Base gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde einmal die Augenbrauen aufmalen und dann geht es um die Valhalla-Palette, Valhalla 2 von Juvia's Place. Schaut euch das Schätzchen mal an. Das ist schon krass. Für meine Augenbrauen benutze ich von Kat Von D den Signature Brow. Ich liebe den mittlerweile, weil die Spitze ist so flach und damit kann man halt sehr präzise malen. Und die Farbe funktioniert bei mir halt auch perfekt, ne? Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen in meinen Essence Highlighter und toppe das damit, dass es so ein bisschen gleichmäßiger ist. Weil es ja jetzt hier, dadurch, dass es feucht war auf die gesettete Base, so ein bisschen trockener geworden ist. Aber das war mein Fehler. Herzlich willkommen in meinem Gesicht, Freunde. Also, ihr seht, hier ist es so ein bisschen fleckig geworden. Ansonsten ist der Highlighter aber wirklich sehr, sehr schön. Ich mag die Textur gerne und der Blush ist halt, sieht sehr, sehr weich gezeichnet aus. I stan. Ich habe noch eine andere Lidschattenpalette bekommen, aber die benutze ich jetzt nicht. Das ist die Suva-Palette, aber ich will sie euch kurz zeigen. Suva ist ja eher so bekannt für diese Liquid Neon Liner. Sie haben aber auch Lidschatten und die sieht so aus. Also, wir haben zu jeder Farbe so einen richtig krassen Glitzerton. Und der hier ist krass, weil der so ein bisschen reflektiert. Ein bisschen rot, grün, lila, blau und alle Farben einmal zusammen. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Mit dem Code kann man, glaube ich, auch auf Suva sparen. Heute geht es aber um die Valhalla-Palette. Und wir benutzen selbstverständlich die blauen Farben. Und ich fange als erstes mit der Farbe Dream an. Das ist so ein richtiges Königsblau. Ist leider kein Spiegel drin. Aber wir kriegen das hin. Ah, wir nehmen ein bisschen Puder. Weil, also bei so super intensiven Pigmentfarben würde ich immer zuerst den Lidschattenlook machen, weil ihr Blau ist sehr schwierig, das wieder rauszukriegen aus der Base. Extrem pigmentiert. Sind es gepresste Pigmente? Ja, sind teilweise wirklich gepresste Pigmente mit drin. Und wir haben auch so Multichromes und Glittershades mit drin. Finde ich ganz spannend. Schaut euch das an. Boom. Ich blende das Ganze mit der Farbe Jealous aus. Das hier unten. Und blende damit die Farbe aus. Und mal selbst diese hellere Farbe hat Potenzial, die dunklere abzudecken und dann weißt du, dass Lidschatten gut sind, wenn helle Farben dunkle Farben abdecken können. Ich sehe aus wie der Pazifik. Freunde, verzichtet auf Plastikstrohhalme, save the Turtles. Sehe ich schon. Oh, wisst ihr, wie ich aussehe? Wie Elsa. Okay, also die Farben sind extrem pigmentiert. Mit einem sauberen Pinsel und gehe nur ganz leicht in die Farbe Wicked rein, lass den aber eher sauber. Und blende dann die Kante hier aus, weil da ist so viel Pigment da, dass ich keine andere Farbe mehr. Also, ich brauche keine andere Farbe mehr. Ich will aber, dass es hier ordentlich ist. Schaut mal, ich kann die immer noch verblenden. Sind einer der besten Blautöne, die ich benutzt habe bis jetzt. Gehe nochmal in die Farbe Dream und auch die kann ich noch ausblenden. Wir gehen mal hier, schaut mal, in der Super-Palette ist ein Schwarz mit drin. Da gehe ich ganz leicht rein und setze mir das hier außen hin. Einfach damit ich hier den dunkelsten Punkt habe. Schaut mal, wie tiefblau das Ganze dann gleich macht. Nur hier außen, ganz leicht. Ich nehme einen flachen Pinsel, mache den nass, richtig voll und presse den dann so ein bisschen zusammen. Und jetzt nehmen wir die Farbe. Ist auch schön hier. Oh, das gebe ich mir erstmal hier rauf. Wow. Aber den gebe ich mir hier einen Übergang. Der muss einfach sein.
Und jetzt nehme ich den Pinsel und gehe in die Farbe Venom. Auch sehr, sehr voll. Und den gebe ich mir hier vorne hin. So ein bisschen wie so eine Cut Crease. Und blende das dann hier in den Glitzer Shade rein. Merry Christmas. Ich bin hier. Wer bist du? Hi, liebes Disney-Team. Look at me today. Ich bin die neue Elso. Können wir nicht mal einen Film mit mir machen? Einen Disney-Film? Und mache an meinen unteren Wimpernkranz mit einem kleinen Pinsel und die Farbe Dream und Wicked. Ich nehme jetzt nochmal einen flachen Pinsel und mache unten sauber und presse das Pigment richtig hin. Wow. Iconic. Wunderschön. Also die Palette ist wirklich gut. Ihr habt natürlich auch so ein paar klassischere Farben wie Rot und Braun, aber das Blau dominiert natürlich. Sehr, sehr schöne Palette. Vielleicht für die nächsten im Januar. Kann ich. Probiert mal aus, im Januar blau zu tragen. Ich will mir noch was auf die Lippen geben. Da gab es von Dominique Cosmetics so Holiday Lip Glitz Kits. Einmal hier in Rot. Das wird aber jetzt zu viel sein. Deswegen habe ich mich hier für Nude entschieden. Da ist so ein Lip Liner, Lip Pen drin. Wie so ein Tropfen. Damit kann man gut über die komplette Lippe gehen. Bei mir sieht man jetzt nicht so viel von der Farbe. Fühlt sich aber gut an. Und jetzt mit so einem Glitzer-Topper. Ich liebe die Lipgloss von Dominique. Die riechen wieder wie meine Mutter nach Vanille. Und ist nicht so aufdringlich glitzerig. Schaut mal, das ist ein ganz zarter Gloss. Love it. Wenn man jetzt wollen würde, könnte man Lashes auftragen. Ich verzichte darauf jetzt, weil ich muss gucken, dass ich das Glitzer vorsichtig abkriege und meine Augen sind noch nicht ganz so im Rahmen. Es war kein Produkt hier, wo ich gesagt habe, wow, nee, das war gar nichts. Eher im Gegenteil, diese Blushes, super, super schön. Ich liebe die Lippen, die sehen schön glossy, schön frisch, schön gesund aus. Und es sieht nicht glitzerig aus. Also das sind nicht diese Rival de Loop Glitzer Lips, sondern das ist ein schöner, schöner Ton. Ich könnte mir vorstellen, kommt, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Oh, wow. Toll, 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 toll. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schaut gerne bei Purish vorbei. Ich setze euch einmal unten alles in die Infobox. Genießt den heutigen Abend noch, genießt den morgigen Tag und wir sehen uns frisch, fromm, fröhlich wieder nächste Woche nach den Feiertagen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.